Hallo meine Lieben, hier ist wieder eure Adrienne. Ich befinde mich in Los Angeles und ihr werdet es nicht glauben, heute gibt es einen Full Day of Eating inklusive Universal Studios Hollywood. Ich freue mich wie ein kleines Kind. Wir haben gestern Abend noch zwei Fast Entry Tickets gebucht und ja, los geht's mit meinem Frühstücksporridge. Schon etwas davon gegessen. Das ist jetzt also hier mein Porridge, mein Haferbrei mit ganz genau über 38 Gramm Haferflocken waren es heute, sonst sind es halt immer 40, 200 Gramm Erdbeeren, mein Designer Way Donut Geschmack, Zimt und das war's auch schon. Ja, zum Preis, Haferflocken kosten hier 900 Gramm, $2,99 und die Erdbeeren, die sind auch etwas preisintensiver, da kosten ebenfalls, ich glaube 902 Gramm sind es ganz genau, $6,99. Aber gut, mir schmeckt das Frühstück richtig super und bevor ich mir jetzt hier irgendwie haufenweise Pancakes reinschaufle, ist mir das dann doch die bessere Alternative. Na gut, bis später. So ihr Lieben, wir haben es 9.35 Uhr, wir sind von von Santa Monica nach Downtown LA mit der blauen Linie bzw. der Expo-Linie gefahren. Hat 45 Minuten gedauert, jetzt haben wir unseren Anschluss hier nach North Hollywood verpasst. Aber in, glaube ich, 4 Minuten kommt schon der nächste. Jetzt direkt in die Universal Studios. Wie gesagt, ich habe schon wieder Hunger. Es gibt diesen Riegel hier von New Go Nutrition. Genau. Hat er 45 Gramm, 6 Gramm Fett, 19 Gramm Kohlenhydrate und 16 Gramm Protein. Schmeckt super gut. Ja, ansonsten unsere Einzelfahrt jetzt quasi von Santa Monica bis in die Universal Studios hat $1,75 gekostet. Chop Salad für ganze $10. Dann öffnete der nette Herr den Kühlschrank.
und holte mir genau den gleichen Salat raus, den sie hätte auch an allen möglichen anderen Mini-Markets gegeben. Naja, aber ich denke, dass die gesunde Alternative, denn die Burger sehen wirklich nicht so toll aus. Da gehe ich mal lieber in die Cheesecake Factory. Oh, okay. Der Salat ist nicht schlecht, aber der Burger geht auch. Boston, during the Prohibition era of the 1920s, for a new movie called Little Night. So we're going to be taking you to Skull Island and... about all that water. We are very water pumped this year again, this Universal. And I'll hear them. Are you doing us? Zweites Dessert für heute, um, keine Ahnung, 17:56 Uhr unserer Zeit, einmal ein Center of the Roll. Also ich liebe ja Cinnamon, seit ich es in Bangkok kennengelernt habe. Jetzt habe ich mal nicht eine komplette Schnecke, sondern nur den Kern. Bin gespannt, wie es schmeckt. So, ein Tag Universal Hollywood ist nun vorbei. Wir haben es jetzt, lass mich schauen, knapp 20 Uhr. Wir haben jetzt wieder eine Fahrtstrecke von 1:20 hinter uns gebracht. Nochmal kurz zur Fortbewegung. Wir wollten jetzt einfach nochmal testen, kommt man denn mit der Metro oder mit öffentlichen Verkehrsmitteln in die Universal Studios? Wir hatten es gestern schon mal getestet. Und ja, es ist so, hier gibt es eine super Metro-Verbindung. Man steigt hier in die blaue bzw. die Expo-Line ein, fährt bis zur Endhaltestelle, steigt dann um in die rote Linie und steigt dann Universal City aus. Von dort aus ist dann ein Fußmarsch von 5 bis 7 Minuten, je nachdem wie schnell und körperlich fit man ist, direkt zum Haupteingang der Universal Studios. Was kann ich noch dazu sagen? Kostentechnisch, muss ich sagen, sind wir total günstig weggekommen. Wir haben jetzt quasi jeweils eine Hin- und eine Rückfahrt gekauft im Gesamtwert von $3,50, also je Strecke $1,75. Das ist ein unschlagbarer Preis. Wir mussten keine Parkgebühren dort entrichten. Ich weiß noch, Orlando waren, glaube ich, immer $10 oder $20 am Tag. Ich weiß es gar nicht mehr. $16 in Orlando im Park. Genau. Ansonsten muss jetzt jeder selbst wissen, ob er einen Mietwagen nimmt oder nicht. Ich würde fast sagen, ein Mietwagen ist interessant, wenn man sich das gibt. Das gesamte Gebiet rund um L.A. mal anschauen will, wenn man vielleicht mehr als L.A. sehen will, beziehungsweise L.A. kann man ja schon fast nicht sagen, denn der wirklich interessante Teil ist jetzt hier für uns zumindest Santa Monica und Venice Beach gewesen oder ist immer noch. Wir waren gestern in Downtown L.A. und es war sehr, sehr unspektakulär, also für alle, die das mal vorhaben. Ja, ansonsten Metro fahren ist ziemlich easy. Man kauft eine Karte am Automaten. Gestern hatten wir ein Tagesticket, $7 plus $1 Pfand und heute haben wir die einfach nur noch aufgeladen. Genau. Zur Sache nochmal Mietwagen. Ich glaube, man braucht von Santa Monica bis direkt Universal Studios normalerweise so ungefähr eine Stunde. Ich muss sagen, diese 1:20 jetzt hier mit den öffentlichen Verkehrsmitteln hat nicht wehgetan. Es war bequem, es war einfach, es war sauber. Ja, jetzt geht's erstmal ans Abendessen. Normalerweise wollte ich jetzt eigentlich in die Cheesecake Factory gehen, mir nochmal einen schönen Burger gönnen und ein Stück Cheesecake. Aber mir ist momentan noch ziemlich übel von dem Süßkram, den ich da zu mir genommen habe. Man kann das eigentlich schon fast als Cheat Day bezeichnen.
Ich schau mal, ob im Sugar Fish, ein Sushi-Restaurant, heute noch ein Tisch frei ist. Wenn, dann gehen wir dahin. Wenn nicht, wird es die Cheesecake Factory. Kein Sushi heute für mich. Yes, we did it. We are in the Cheesecake Factory. Und da ich noch nicht genug Kalorien bestellt habe, gibt es für mich jetzt erstmal Le Baguette. Ansonsten zum Fazit des heutigen Tages. Universal Studios Hollywood, die waren interessant, es war schön, es war eine nette Erfahrung, endlich mal Fast Entry gehabt zu haben. Aber wer Orlando kennt und wer beide Parks, also Island of Adventure und die Universal Studios kennt, der wird den Unterschied ganz schnell merken. Hollywood ist doch etwas älter, die Attraktionen sind weniger sensationell, wie man sie aus Orlando kennt. Die Kulisse ist weniger liebevoll, also es ist schön, ja, aber es ist anders. Es ist einfach etwas anders. Das Highlight des heutigen Tages war tatsächlich der riesen Donut, der für unschlagbare 4,99 Dollar mit in meinem Magen gelandet ist. Zumindest die Hälfte davon. Ja, nicht nur der Donut war ein Highlight, es war noch diese Universal Studio Tour. Ziemlich interessant. Also man ist eine Stunde mit einem Bus durch die gesamten Studios, in denen tatsächlich heute noch gedreht wird, gefahren. Man hat auch drei kleine Mini-Attraktionen während der Tour miterleben dürfen. War schon ziemlich interessant und ich hätte nie gedacht, dass man aus so wenig so viel Film produzieren kann. Ja, das war noch auf jeden Fall toll. Das gibt es so in Orlando nicht. Ja, und zum Thema Front of the Line Access. Ja, mir ist bewusst, dass die 239 Dollar richtig viel Geld sind. Also für ein Tagesticket 239 Dollar. Es ist eine verdammt riesengroße Stange Geld. Ein normales Ticket kostet 99 Dollar, ist dennoch preisintensiv. Jeder muss für sich selbst entscheiden, ob er einfach eine Attraktion bis zu 120 Minuten wartet. Oder ob er einfach mal sagt, okay, ich bin im Urlaub für den einen Tag, zack, 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 Attraktion nach Attraktion. Ich muss sagen, mir hat das gut gefallen. Wir konnten zwar jede Attraktion nur einmal mit diesem Fast Entry hier nutzen, aber mehr als das haben wir am heutigen Tag auch gar nicht gebraucht. Das war eine super Sache und es hat tatsächlich funktioniert. Also man ist reingekommen und man war sofort dran. Also gigantisch. Insofern, Urlaub ist Urlaub, jeder muss aber sich selbst entscheiden. Es war für mich heute eine tolle Erfahrung. That's it, guys. Süßkartoffelpommes und ein ultra geiler Burger genannt Amerikaner. Ja, Urlaub ist Urlaub und ich genieße den erstmal. Der Rest folgt. Heutigen Tages. Ganz kurz, aber großartig. War ein echt toller Tag und ich muss sagen, Essen macht einfach glücklich. Ich bin glücklich für euch. Ich kann euch gar nicht genau sagen, wie viele Kalorien ich heute genau gegessen habe. Ich habe es mal versucht aufzulisten. Was ich auf jeden Fall weiß, ist mein Frühstück ungefähr 283 Kalorien hatte. Den Riegel danach konnte ich auch noch tracken mit 190 und dann hört es eigentlich auf. Es gab diesen riesen Donut, der mit Sicherheit 2000 Kalorien hatte, von den Makros mal ganz abgesehen. Den habe ich mir geteilt, also fallen da nochmal 1000 Kalorien mindestens ins Gewicht. Heute Mittag hatte ich ja diesen grandiosen Salat. Ich habe gefragt, ob man mir sagen kann, wie viele Kalorien der Salat hat. Da wurde ganz eiskalt gesagt, bei Universal zählt man keine Kalorien. Aber auch das kein Problem. Ich habe quasi etwas im Salat rumgestochert, habe dann immer mal vom Burger abgebissen, also vom Hamburger abgebissen, der noch auf dem Tisch stand. Sagen wir mal, gute 800 Kalorien dafür. Danach gab es bei Cinnabon diesen inneren Teil, also diese Zimtschnecke, auch geteilt. 400 Kalorien würde ich fast so annehmen. Und jetzt Abendessen, dieser riesige Burger, die Süßkartoffelpommes, absolut lecker, total geil. Sagen wir mal, gute 1500 Kalorien. Ja, jetzt gibt es hier noch diesen
Dutch Cheesecake mit Apfelstückchen und Streusel. Auch den teile ich mir und ich vermute, hier werden auch 500 Kalorien mit in meinem Büchlein landen. Ich habe es mal addiert, es sind heute mindestens 4700 Kalorien geworden. Aber ganz ehrlich, Leute, es ist Urlaub. Das ist jetzt auch hier nicht mein normaler Urlaubstag, so wie ich jetzt hier jeden Tag gegessen habe oder jeden Tag esse. Nein, ich gönne mir einfach auch mal was. Man kann es wirklich als Cheat Day bezeichnen. Jeder muss selber wissen, wie er sich im Urlaub ernährt. Wenn euch das interessiert, nochmal ein normaler Urlaubstag im Sinne von Balance halten, könnt ihr mir das gerne in die Kommentare schreiben. Ansonsten schreibt mir, wie euch mein Video gefallen hat. Wenn euch mein Video gefallen hat,